Sehr geehrte Damen und Herren, ich, der Kurator und die anwesende Künstler, freuen uns über die Gelegenheit, Sie als die Gäste bei unserer Ausstellung begrüßen zu dürfen. Und ich muss auch sagen, dass das ganz besondere Ausstellung heute bei der Galerie Team Titanic ist, die endlich kuratiert wurde von mir. Ja, also das ist Amalie Jacobsen, Oskar Jonsson und irgendwo steht Wachtel. Wachtel ist da. Und Mikro sucht das aus. Also für unsere heutigen Verhältnisse kenne ich schon die alle lange, seit letztem Jahr. Jonsson und Jacobsen habe ich bei einer Ausstellung begegnet in Kopenhagen und dann die mit vielen E-Mails angegriffen, damit sie mit mir endlich in Kontakt kommen. Nick Rowe habe ich bei French PR Project kennengelernt in London. Und Nick Rowe und sein, wie soll ich das sagen, zweiten Künstler, mit welchem er arbeitet, Ian, die sind sehr oft in Deutschland, also in Berlin habe ich die hier kennengelernt. Und heute, das ist eigentlich die erste Gruppenausstellung von den allen. Und ich denke, dass der Raum wurde von ihr ausgewählt und diese Trennung durch diese Wände, wie er weiß oder auch nicht, das war ehemaliger Buch, wo Galerie ist heute, symbolisiert diese Trennung, geografische Trennung zwischen allen diesen Künstlern, die hier seine Werke heute präsentieren. Nebenbei möchte ich einen Künstler nennen, der heute nicht da ist und auch nicht da sein konnte. Der ist schon lange verstorben, in 2008. Und die Künstler haben sich auch ihn angezogen. Und das ist auch meine Topstar. Das ist Yves Bras. Wie er weiß, der wurde am Anfang von 20. Jahrhundert in Dänemark geboren, aber hat nie internationale Anerkennung gekriegt, leider. Und ist heute mit seinem Archiv und mit seinen ganzen Werken, die er geschafft hat, ganz krasse Geschichte passiert, dass die Besitzer Sohn und die Familie, die haben das alles abgesperrt und eigentlich nirgendwo kann man die heute sehen. Es ist eine langwierige Angelegenheit, das Gesamtwerk eines Künstlers wie Yves Bras zu einer verständlichen Geschichte zusammenzufassen. 85 Jahre zu einem Werkzeichen zusammenzutragen. Daher, verständlicherweise, ist Yves Bras nicht verfügbar. Obwohl seine Arbeit nicht präsentiert ist heute, wie ich schon erwähnt habe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihn vorzustellen. Erinnern Sie sich doch an Ihren Namen. Hier und jetzt ist er ein Echo. Aber vielleicht ist das wichtigste Echo, das hier ist. Und was ist ein Echo, wenn nicht ein Geist? Es gibt etwas an Arbeiten an Geistern, was mir sehr wichtig ist. Ich kann Bras nicht fragen, was er denkt. Ich kann Bras auch nicht fragen, wie er das meint. Ich kann lediglich seine Venen mit dem Blut meiner eigenen Deutung füllen. Ich gestatte ihm, gefühlt, infiziert, beeinflusst zu werden durch andere in unserem augenblicklichen Kontext. Ich wiederhole, es ist mir besonders wichtig, wichtiges Einleben mit einem Geist zusammenzuarbeiten, so wie wir uns abmühen,
Einfluss auf ihn anzuüben, überkommt uns auch seine Wirkung aus Reflexion oder tatsächlich aus der Kraft des Todes heraus. Wir schauen auf diese Arbeiten, die hier präsentiert sind. Sie wissen so viele Richtungen und treffen unterschiedliche Aussagen. Wir können nichts über sie aussagen. Die Bausteine ihrer gesamten Konstruktion entziehen sich einer bestimmten Inspiration. Ich bin gefangen in einer gläsernen Falle. Ich kann nicht vorbehaltlos auf die Arbeiten schauen, ohne mich selbst als Betrachter in Fokus zu stellen. Unumgänglich stelle ich mir die Frage, was ich suche, wenn ich auch die Arbeit betrachte. Ich frage mich, wie diese Dinge zustande kommen, und im großen Kontext frage ich mich, wie diese Dinge immer und immer wieder zustande kommen. Ich denke über diese Frage nach, diese Fragen, und darüber grübelnd suche ich die Antworten auf diese. Es scheint sehr banal und peinlich, ein Gespräch darüber anzufangen, was Kunst ist, aber man könnte rot, ohne rot zu werden, ansetzen und fragen, was eine Ausstellung ist. Und ich hoffe, ich bin ja imstande, als Kurator, darüber zu sprechen, was eine Ausstellung ist, indem ich über die einzelnen Arbeiten spreche. Ich denke, wir sollten zunächst über die großen Arbeiten, die Shows sprechen und uns der Größe nach durch die Ausstellung abhalten. Also erstens präsentiere ich Amalie Jacobson, und das ist diese wahnsinnig schöne beide Rauminstallationen. Und ja, erstens, was habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe? Gott sei Dank, das Mädchen hat kein Grün genommen als zweite Farbe. Das muss man auch sagen, die hat doch das Gespür zur Farbe. Die körperlich der Farbe, ihre volle Resonanz und Kraft bedarf einer genauen Beobachtung aus bestimmten Blick. Und ich muss auch den Titel von Arbeit anwenden, Invisible Transit. Aus mir diese Arbeit vorgestellt wurde, habe ich gedacht, also das braucht eigentlich auch keinen bestimmten Blickwinkel. Sie können, das ist schon greifbar, was sie damit meint. Und ist auch klar, dass das keine Vorhänge sind oder so. Es ist wie eine Idee, denke ich. Jacobson probiert hier Farbe wie eine Idee zu verwenden. Und ich glaube wirklich, dass das für alle Arbeiten gilt. Die sind Arbeiten, die es sich selbst erlauben, von Raum definieren zu werden, wie Sie sehen, während sie zur selben Zeit selbst Raum definieren. Ja, wie immer bei Rauminstallation. Genau diese Arbeiten, die über Raum sprechen, falten sich dann selbst zusammen, um andere Dinge erhalten zu können. Eine transgressive, symbiotische Beziehung wird erzählt. Was in einem Werk als Transgression erscheint, manifestiert sich in einem anderen als ein Spiel aus Winkeln und Linien und Entfernungen, aus akkurater Dateiverarbeitung, aus zusammengesetzten Farben und zusammengesetzter Bedeutung. Ich denke, wie habt ihr das schon gesehen? Liebe Amalia hat das alles erreicht. Und in Bezug zu dem, was schon ich gesagt habe, diese Arbeit von Oskar Jönsson passt sehr gut dazu. Ich denke hier an Jönssons Arbeit, seine Zukunftsflüge, alle viktorisiert und aufgezeichnet
Flugzeuge voller Menschen heruntergebrochen zur Linie in einem Diagramm. Ich muss kurz erklären, der hat ein Muster von Fluglinien bei Flughafen Tempelhof genommen und das ist 24 Stunden Arbeit. Und jetzt, wir sind, wie spät ist es jetzt? Ja, wir sind jetzt bei 9 und bei 9 die Fluglinien bei Flughafen sehen so aus. Ich komme aus San Francisco, deswegen kenne ich, dass diese Linie da rechts oben kommt aus. Ist noch bei der Buchung, nicht noch beim Wald. Was? Ich denke, das ist auch eine Psychoarbeit irgendwie, weil ich habe Oskar mittlerweile gebeten, mir das schnelleren Gang zu zeigen und das war wahnsinnig großartig. Ich weiß nicht, warum wir sind hier das so lange, 24 Stunden. Ich denke auch, das konnte auch viel spannender sein, das schnell. Das ist Künstlerentscheidung, können wir nichts dagegen machen. Wenn ihr wollt, könntet ihr das 24 Stunden anschauen. Dann wir ein Chrome, Voice in Chrome. Ist nicht mehr da. Säuft mit. Ist shy. Ja. Wenn wir an Mie und Ian denken, die uns zwei Werke mit demselben Titel präsentieren, das heißt Slovenian Journalist. Das Video da drüben und komischen Stuhl hier. Wir denken sofort, ist der Stuhl ein Porträt des Malers? Ist das Video da drüben nichts mehr als eine belegte Requisite? Was ist mit dem Seil da? Was ist mit dem Miles Davis? Was ist mit dem gealterten und gebrannten Kopf von Bart Simpson? Was ist mit Rot und was ist mit Blau hier? Kann ich auch nicht verstehen. Was bedeutet ein Sockel zu sein? Also, wenn das ein Porträt des Mannes ist? Ja, das sind die Fragen, die für mich als Körperautor immer noch offen stehen. Aber ich habe gedacht, wir sind diese Rot und Blau da und Rot und Blau hier, was das alles gut zusammen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich will nicht zu viel in Ihre Köpfe pflanzen, da ich Fragen der Antworten vorziehe. So oder so gibt es ja immerhin auch Handouts von euch, sollten Sie mir erfahren und ich glaube, die meisten von der Küste sind hier oder schon neben sich. Also ja, vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Eigentlich meine Kooperative.